Hallo, liebe Gabi, grüß dich. Hallo, grüße dich, liebe Tianying. Ja, vielen Dank, dass du heute Zeit nimmst, dass wir zusammen über Qi Qigong, Tian Qigong einen Seelenvortrag zu machen. Und ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr, liebe Tianying, über dieses Gespräch, und ich denke, ich werde auch noch mal viel heute von dir lernen über das Qi. Und ich hoffe, dass du auch, ja, ich bin mir sicher, dass du auch meine Fragen beantworten wirst. Danke, du hast selbst auch viele Erfahrungen, ne? Ja. Ja, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, aber es gibt ja immer wieder auch etwas Neues zu lernen. Danke, weil ich selber als eine Qigong-Lehrerin oder Meisterin, ja, und ich habe schon über 30 Jahre in diesem Bereich gearbeitet und ausgebildet. Und ich freue mich, diese eine Art Kultur, die über 7000 Jahre eine Kultur jetzt im Wert viele verbreiten und auch für moderne Menschen zur Verfügung, dass wir unsere Gesundheit und psychische und spirituelle Entwicklung zu unterstützen. Ja, das ist sehr gut, und ich finde, das kommt jetzt auch zur richtigen Zeit, oder sagen wir so, die Menschen im Westen, die sind jetzt auch darauf vorbereitet. Also Qigong ist mittlerweile sehr bekannt, sogar in Reha-Einrichtungen lernen die Leute das, und viele betreiben das dann weiter. Also die üben dann, wenn sie nach Hause kommen, üben die das dann auch weiter, weil sie einfach spüren, das ist gut für meine Gesundheit und es hilft mir, aber oft wissen sie gar nicht so viel darüber. Also sie haben zwar die Erfahrung, aber sie haben kein Wissen. Und deswegen finde ich, ist jetzt gerade auch mal so ein bisschen Information auch wichtig. Ja, super, danke. Sollen wir jetzt beginnen? Ja, ich würde erst mal über Qi, diesen Begriff, erzählen, ne? Wenn wir von unserem Internet oder Büchern lesen, viele erklären Qi. Was ist Qi? Lebensenergie. Eigentlich Qi, dieser Begriff, ist viel, viel mehr Inhalt. Zum Beispiel die Chinesen, die nutzen diese Qi, diese Worte im Alltag. Zum Beispiel in vielen Bereichen, ne? Gesundheit, Emotion und Natur. Zum Beispiel, jemand ist Ärger, dann sage, die Person erzeugt Ärger-Qi, ne? Heißt das Shen-Qi. Und dieser jemand hat Rechtschaffenheit, dann nennen wir diese Person hat Rechtschaffenheit-Qi, ne? Und wenn die jemand krank ist, dann sage Krankens-Qi. Sogar die Menschen, Körper tot ist, dann nennen, oh, die Person hat keine Qi mehr. Ne? Auch zum Beispiel, heute hat es schönes Wetter. Diese Wetter, dann nennen Chinesen himmlisches Qi. Ja? Heute schönes Wetter, ah, der Himmel hat heute gutes Qi, zum Beispiel. Ja? Wir können verstehen, dass Qi nutzen in Menschen Körper, Geist und auch in die Seele und in die Natur. Na, besonders zum Beispiel in Natur, wir nennen Feng Shui. Ne? Dieser Ort hat gute Feng Shui. Aber eigentlich die Feng Shui ist mit Qi zu tun. Dieser Feng ist Wind, Shui ist Wasser. Die Feng Shui zusammen bedeutet, Qi bewegt sich mit dem Wind. Wo Wasser ist, bleibt dort. Das bedeutet, zum Beispiel, diese Qi immer bewegt sich. Die kann auch in einem schönen Ort dort bleiben. Deswegen die Menschen machen so gerne am Strand sitzen, Ruhe finden, weil eine gute Energie hatte. Und in China hatte alte chinesische, die viele Daoismus, Buddhismus und Konfuzianismus und nutzen Qi. Qigong für ihre spirituelle Entwicklung. Ne? Aber traditionelle chinesische Medizin sowieso, ja, die nutzen viele, viele Qi und hat viele verschiedene Worte
über Qi, ne, über Gesundheit so erzählt. Deswegen von dieser Bedeutung, wir können mal Qi ein bisschen mehr Inhalt als unsere Vorstellung. Ah ja, ich höre da auch so raus, die Bedeutung von dem Qi, die hat sich auch immer so mit der Menschheitsentwicklung auch so ein bisschen verändert, oder? Ja, ich würde jetzt gerne zum diese Qi, diese Schriftzeichen erklären, ne? Dann können wir besser ein bisschen besser mehr verstehen, ja. Zum Beispiel, wir gucken mal hier, diese Qi, diese Worte. Eigentlich, die ist tausende Jahre vor Christus. Ne? Wir gucken mal, damals auch auf Orakel, auf Schildkröte Rücken, hatte die Menschen so drei Linien, ne, gezeichnet. Und diese drei Linien bedeutet, ist eine unsichtbare Energie schwebt in dieser Luft. Ne, oder Luft oder andere Orte, weil die Energie schwebt, ne, die unsichtbar. Die bewegt sich. Und aber diese Zeichen, die sind sehr ähnlich wie chinesische Zeichen 3. Danach die Menschen, um einen Unterschied zwischen Qi und 3, hatte diese Qi-Schrift hatte so verändert. Ne? Das ist die zweite Zeichen. Und wir sehen mal so, das ist eine bewegliche. In noch später hat die Menschen unter dieser Qi hat noch eine Schrift, heißt der Reis, hier unter die Qi gestellt. Dieser Chinesen essen Reis, Reis als eine Hauptnahrungsmittel. Dann von dieser Zeichen, diese vierte Zeichen, wir sieht man damalige Menschen, die wissen schon, diese unsichtbare Qi-Energie kann als eine Nahrung zu nutzen, ne, wie eine Nahrungsmittel. Und deswegen, das bedeutet, damals diese Menschen hatte Qi beobachtet und hatte ihre Funktion auch entdeckt. Und aber leider, nach dieser verschiedenen Zeit, die Verständnis von Menschen hatte sich verändert. Und wir können so sagen, das ist unser Bewusstsein entwickelt, ja, hat sich verändert. Wir können mal schauen. Also damals, diese aus Orakel, diese Zeichnen, die Menschen verstehen, dass Qi wie Blut im Körper, wie Atmen in unser Körper. Genau auch gleiche Blut wie Regen in der Natur, auch atmen wie Wind in die Natur. Ne? Das bedeutet, Qi kann in unser Körper drin als Atmen. Wir jeder atmen, ne? Dann bringen diese Sauerstoff, ne? Ausatmen und dieser Blut fließt durch die Qi-Forderung. Wenn Qi haben, dann fordert diese Blut zu bewegen. Die genauso in die Natur ist Wind und Regen. Das damals hatte die Menschen so beobachtet. Danach, nach dieser Christus, 200, 600 Jahre nach Christus, die Menschen hatten so verstanden, Qi kommt aus dem göttlichen Bewusstsein. Das ist nicht nur Theorie, sondern ist eine Praxis, ja, mit Praxis zusammen. Und nach 1100 Jahre nach Christus, damalige Tang-Dynastie, die Menschen lernen, Qi ist eine Kraft des Herzens und des Gewissens. Das bedeutet, damalige Menschen, die verstehen Qi mit unserem Geistigen, unser Gewissen, sogar mit unserem Bewusstsein zu tun. Nicht nur für den Körper. Aber wir können jetzt verstehen, vor 200 Jahren nach unserer Industrieentwicklung, dann die Menschen verstehen Qi nur materielle Ebene. Ne, hatte nur Nutzen Qi für die körperliche Gesundheit. Aber wer weiß das, dass ne, Körper ist, Körper, Menschen sind Körper, Geist, Seele ist Einheit.
Und aber langsam durch unser Bewusstsein immer mehr Trennung haben. Und dann unser Verständnis zu Qi hat immer mehr ihr philosophisch, geistige, ne, und Bewusstseinsebene verlieren. Und wir verstehen Qi nur in dieser materiellen Ebene. Das war so eine Schade. So. Wenn ich einmal zusammenfasse über Qi, Qi hat zwei Geschaffenheit. Eine ist Materiellebene, zweite ist psychisch, geistige und spirituelle Ebene. Die ist zwei Bedeutung, zwei Inhalte. Ja. Ja, das ist ja sehr interessant. Das heißt, naja, wir können jetzt natürlich am besten das verstehen über unsere Gesundheit, tatsächlich jetzt auch körperlich. Das andere müssen wir uns erst, glaube ich, noch tiefer erarbeiten. Aber ich höre da jetzt raus, dass das Qi hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und ja, was passiert denn was da eigentlich in unserem Körper? Was macht das Qi? Und wie hat das mit der chinesischen Medizin auch etwas zu tun? Mhm. Wie passt das zusammen? Ja, wir sagen, Qi ist auch, ne, unser Gedanke ist Qi, Emotion ist Qi, ne? Und Bewusstsein ist auch Energie, so. Ja, und deswegen, die Qi kann auch unser Körper, Geist, Seele beeinflussen. Und, ne? Aber jetzt würde ich gerne erstmal vom Gesundheitsbereich erzählen, ne? Ja. Wir schauen mal erstmal von dieser traditionellen chinesischen Medizin. Die hat mindestens über 2500 Jahre. Damalige Menschen wissen schon, Qi im Körper jeden Tag fließt. Ne? 24 Stunden fließt in den Körper, die für unser ganzes Organsystem zur Verfügung, Energie bringen und Blut zu Blutfließen zu unterstützen. Ne, dieser Haupt hatte damals Chinesen Qi hatte fünf Funktionen zusammenfassen. Die erste ist Qi fordert, hat fordert Funktion, weil Qi fordert unser Blut. Ne, und wo Qi Stau blockiert und dann die Blut kann auch nicht durchfließen. Ja. Und der zweite ist, Qi hat Erwärmungsfunktion. Das wir sind viele klar, kleine Kinder nachgeboren, die hat starke Qi, angeborenes Qi, dann Kinders Körper ist wärmer als Erwachsene. Wenn wir alt sind, ne, oder krank ist, dann Qi schwach, dann die, unsere Körpertemperatur ist auch niedrig, ne? Jetzt hat auch durch die Corona viele Menschen hat gefunden, ihr Körpertemperatur ist niedriger als 37 Grad. Ne, deswegen da kann auch mehr Menschen diese von Corona infizieren. Ne. Das auch mit unserer von chinesischen Medizin, da sagen mit unserer Energie zu tun. Ja. Und ja, wenn wir oft Leute spüren nach der Qigong-Übung, ah, Körper ist wärmer, sie sind glücklich, ne? Weil die Qi ergänzen, dann erwärmen unser Körper. Und die dritte Funktion ist, Qi hat eine Kontrollfunktion. Zum Beispiel unsere Organe, jeder Organ hat einen eigenen Platz. Wenn wir Qi schwach ist, dann kommt Organsinkung. Ja, Qi kontrolliert auch unsere Nase. Wenn die Lunge zu schwach ist, dann die Nase läuft. Wenn die Leber zu schwach ist, dann die Augentraining läuft. Ne? Weil die Kontrolle Funktion schwach, zum Beispiel jemand Nieren zu schwach, dann leichter Olin Wasser lassen. Warum? Weil Nieren zu schwach, dann die Blase Kontrolle Funktion schwach. Ne? Weil die Körper ist Einheit. Die vierte Funktion ist, Qi hat eine Schutzabwehrungsfunktion. Und die traditionelle chinesische Medizin, die sagt auch, wenn die Menschen gesund ist,
ne, hat stark, weil dieses Immunsystem mehr mit unseren Nieren, Lungen, Magen-Milz zu tun. Ja, diese drei Faktoren, wenn alles okay ist, dann verstärkt unsere Abwehrkraft und Immunsystem. Ne? Dann, wenn Immunsystem so stark ist, wir können selbst schützen. Ja, deswegen das auch enger mit unserer Abwehrkraft, mit unserem Immunsystem zu tun. Die fünfte Funktion ist, wir jeden Tag Energie brauchen. Wir brauchen durch Essen, ne, diese Nahrung verdauen, dann umwandeln ins Essenz und dann fordert oder transportiert die Essenz für verschiedene Organe zu nutzen. Auch unser Atmen durch Nase in die Lungen, dieser Sauerstoff durch auch die Körper umwandeln, für die Körper zu nutzen. Wenn jemand zu schwach ist oder dieses Verdauungssystem, Umwandlungskraft schwach, dann hat er auch weniger Energie. Na, deswegen, dass alle Umwandlungskraft mit uns auch diese Qi zu tun. Manche Leute essen sehr viele, aber sie sind immer schwacher, immer spüren keine Energie. Manche Leute essen wenig, aber sie haben Energie, sie sind fit. Na, deswegen, das ist auch diese Funktion, ist sehr wichtig, weil Qi hat so fünf so wichtige Funktionen. Aber diese Funktion, die mit unserer Gesundheit zu tun, warum? Weil diese damaligen Menschen hat das so verstanden, warum Menschen krank ist. Ne? Die hat fünf verschiedene Krankenursachen in Qi, Materialebene. Die erste Mal, wenn Qi schwach, ne, oder Qi blockiert, wo Blockade ist, dann bildet es Schmerzen. Na, oder wenn Qi fließt nach eigener Spur und wenn Qi in eine falsche Richtung fließen, dann bringen die Energie durcheinander. Dann die Menschen Kopfschwinden, Herzrasen, Bluthochdruck. Ne? Und auch gibt es Qi, hat Yin-Qi und Yang-Qi. Die Yin-Yang-Energie muss Balance haben. Aber wenn die Yin-Yang-Energie nicht Balance hat, dann wird auch krank, schwacher. Na, dann gibt es noch eine Qi-Qualität. Ja, und wenn wir immer gute Laune, Emotionen stabilisieren, ne, dann alle Qi in ihre Funktion auch gut schaffen. Und aber wenn wir jemand oft in unser Innere so Eifersucht, zum Beispiel Hass, ne, dann unsere Qi Qualität, ja, nicht nur Qi-Mangel, sondern Qi-Qualität verändert sich. Dann wird auch dieser Menschenkörper vergiftet. Ja. Diese fünf verschiedene Qi-Krankheiten, Qi-Krank als Ursache für die Krankheit, ne, dann diese kann meistens können wir durch diese fünf Qi-Funktion diese fünf verschiedene Probleme eine Lösung zu finden. Ja, deswegen kann auch Menschen, warum die Menschen jetzt die viele Qigong, ne, als einen Präventionskurs von Krankenkasse anerkennen. Und ja, das ist diese Theorie. Ne? Hm. Ah, das ist ja sehr interessant. Also das Qi ist also sehr wirksam und ich kann das auch oder jeder Mensch kann das zum Positiven oder auch zum Negativen beeinflussen und hat das eigentlich selber in der Hand, für seine Gesundheit oder gegen seine Gesundheit zu arbeiten, wie du gesagt hast, ja auch mit den Emotionen noch dazu. Mhm. Und also diese Wirkungen von dem Qi, die sind ja sehr interessant und kann man das auch wissenschaftlich beweisen? Gibt es da auch eine moderne Wissenschaft dazu? Mhm. Ja, klar. Das ist in 1900, Ende 70, Anfang 80, gibt es in China mehrere Universitäten. Ne?
Und mit den Qigong-Meistern und den Qigong-Praktizierenden, das ist eine Forschung. Ne? Und eine sehr bekannte ist in Shanghai, Autong-Institut, eine Professorin, sie hatte auch lange Zeit mit den Qigong-Meistern zusammenarbeiten. Die möchten erstmal wissen, was ist Qi, ne? Und erstmal, sie haben Qi hat Infrarot. Ne? Hat Infrarot. Ja. Dann hat sogar die Menschen gefunden, wenn eine Qigong-Meister Qi absenden. Ja, dann in diese Qi drin hat Infrarot, aber die ist niedriger als unsere infrarote Lampe, aber die Funktion sogar stärker als Infrarot. Das habe damals danach hatte ich schon fast von meiner Information also fast 300 verschiedene Wissenschaftler mit der Qigong-Meister zusammen Forschung. Ne? Da hat immer mehr diese Funktion, diese Wirkung von Qi durch unsere moderne Technik entwickeln. Da haben sie wieder gefunden, Qi kann auch unsere Zellen beeinflussen. Qi kann auch unsere Stoffwechsel verändern. Besonders in Amerika gibt es Universität, hatte mehrmals diese Forschung oder Messung gefunden. Zum Beispiel die Menschen werden diese Qigong-Übung ihr Sauerstoffverbrauch reduzieren. CO2 werden die ausatmen, auch um 14% reduzieren. Herzpuls weniger, jede Minute fünfmal weniger. Ne? Das bedeutet, werde diese Qigong-Übung unser Körper Energieverbrauchen reduzieren. Aber in gleichzeitig, wir können mehr Energie bekommen. Ne? Da hatte damals Wissenschaftler schon mehrmals solche ein Experiment gefunden. Und außerdem, die Menschen hatten auch gefunden, unser Körper, ne, zum Beispiel über Säuerung, ja, diese Basis durch die Qigong-Übung mehr zu regulieren und unsere Stresshormone zu reduzieren und glückliche Hormone zu verstärken. Und das auch viele Leute, zum Beispiel, ich habe mehrmals Leute gesagt zu uns, oh, ich mache diese Qigong-Übung, ich bin so glücklich, ne? Ohne Grunde, ich bin glücklich, einfach so. Ja, weil da kann auch unsere glücklichen Hormone zu reduzieren, oder klar, ne? Immunsystem verstärken. Und ja, wir haben auch mehr Berichte von den Teilnehmern bekommen, die hat Corona infiziert, dann machen jeden Tag diese Lungenübung, hat sich die Symptome, ne, innerhalb von ein, zwei Wochen und Körper hat gut erholt. Ja. Und wenn die Leute so gute Übung machen, dann hat die Wissenschaft auch gefunden, diese unser Gehirn, diese Schwingung, ne, wie Theta-Welle und dass diese ähnliche wie Schumann-Welle, so, das bedeutet, unsere Energieschwingung kann besser zusammenschwingen mit dieser Schumann-Schwelle, ne? Und dass wir mehr Einheit mit dem Universum, mit der Naturenergie, ja, zu bringen durch die Qigong-Übung. Ja. Ja, das erzeugt dann mehr Harmonie. Also das Qi ist eine Energie, die also sowohl sichtbar als auch unsichtbar ist. Und wenn ich mich da jetzt drauf konzentriere, kann ich das dann auch in meinem Körper spüren? Ja, klar. Ich kann einfach eine kleine Testung, ja, Experimente machen für die Leute ohne Basis haben, ohne Meditation oder Yoga, Qigong. Ne? Wir können jetzt eine kleine Probe. Du nimmst zwei Hände vor deinen Bauch. Ja? Handfläche zu Handfläche. Zwischen beiden Händen wie eine Qi-Ball. Aber du brauchst jetzt nicht denken. Dann die beiden Arme langsam öffnen. Dann wieder langsam zusammenkommen. Wenn du mit der Geduld
ein paar Mal machen, dann spürst du zwischen beide Hände eine Kraft. Ja, oder deine Handfläche kribbelt oder Wärme. Das ist Qi. Das ist eine ganz einfache Übung. Viele Leute spüren das. Und wenn wir durch einfache Qigong-Übung deine Wahrnehmung, deine Gefühle zu Qi werden immer mehr und mehr sensibel, mehr spürbar. So. Eigentlich die Qi, jeden Tag, die fließt durch unser ganzen Körper, alle Organe, alle Meridianen. Aber wenn wir durch einfache Qigong-Übung, viele Leute spüren das so. Ja, und dann hat die Leute viel Lust, weiter zu üben, ne? Weil viele Freude bringen, viel Energie bringen, viele innere Harmonie und Frieden bringen. Auch mit der Natur verbinden, Kontakt, deine innere Gefühl zur Natur, innere Liebe zur Natur entwickeln. Weil das ist gleich eine Energieschwingung mit der Natur. Toll, ja, ich kann das auch spüren. Das ist ja schön. Ja, schön, freue mich. Ja. Ja. So, zum Beispiel, ich kann auch, hier gibt es eine sehr bekannte in Asien, in 1980er. In Asien gibt es eine Wissenschaftler, eine Amerikaner. Heißt Zhuo Zhuo Mu Mao Mei, das ist ja von Chinesisch. Und er ist eine Forschung, er forscht Qigong, weil er selbst auch damals schon fast 20 Jahre Qigong praktizieren. Und dann er meint, Qi ist nach einer Elektrizität, Atomkraft und Erdöl eine andere Energiequelle. Und die ist überall vorhanden, die auch im Menschenkörper. Er hat ganz genau erzählt, wie damalige Art Chinesen, er sagt, Qi hat materielle und geistige Beschaffenheit. Zwei, nicht nur materiell, sondern materiell und geistige Beschaffenheit. Und sogar Eckhart Tolle in seinem Buch Neue Erde, er hat so genau formuliert, er hat über CHI genannt. Eigentlich ein Chinesisch ist Qi, heißt Qi. Ja? Er sagt, Qi ist das innere Energiefeld deines Körpers. Es ist diese Brücke zwischen dem äußeren Du und der Quelle. Es befindet sich auf halbem Wege zwischen den Manifesten, der Welt der Form und der Unmanifesten. Qi kann mit einem Fluss oder einem Energiestrom vergleichen werden. Wenn du den Fokus deiner Bewusstsein tief in deinen inneren Körper lenkst, dann verfolgst du den Laufen dieses Flusses zurück zu deiner Quelle. Das bedeutet, er hat schon gefunden, Qi, die Ursprung kommt aus unserer Quelle. Qi ist nicht nur materiell, ist unsere spirituelle Quelle. Ja, das hat Eckhart Tolle auch so gefunden, er hat so beschrieben. Mhm. Ah, das ist auch spannend. Also vor allem, dass auch mit, dass es eine Brückenfunktion hat. Also das ist eine feinstoffliche Energie und kann man sagen, dass sie auch Bewusstsein hat? Kann man das so sagen? Qi hat auch Bewusstsein? Ja, Qi hat Bewusstsein. Qi hat so viel Weisheit. Und zum Beispiel eine einfache, wenn wir, manche Leute machen Qigong-Übung, ne, dann die spüren, ihre Krankenstelle oder ihr dieser Platz nicht gut ist, dann Qi fließt hin. Ich werde hier ein bisschen von diesem Taoismus erzählen. Ne? Weil Taoismus hat schon vor mehr tausend Jahren diese Qi gefunden und auch richtig geforscht und auch in ihr verschiedene Seiten benutzt
Und für Mensch, auch für Gesundheit, für Menschenentwicklung. Ne? Und die hat ganz genau, Qi hat Yin Qi und Yang Qi. Ne? Was die grobe Stoffe ist, Qi Energie ist sinken als Materie. Dieser Feinstoff, ne? Und die nach oben. Und die sagen auch zum Himmel. Ne? Wir vergleichen auch, das ist auch menschengeistiger und Bewusstsein. Ne? Diese Feinstoffenergie ist mit unserem, wir nennen Himmel und Bewusstsein, die höhere Bewusstsein. Ja. Wir können mal so vorstellen. Das Qi deswegen in China, dieser Buddhismus, Taoismus und Konfuzismus, diese Menschen, die nutzen diese Qigong für ihre spirituelle Entwicklung. Ja, deswegen diese Qi hat auch viele, viele in viele verschiedene Bereiche so, ja, kann man praktizieren. Ja, das damals in China, diese Forschung, ne, hat auch, ja, in, zum Beispiel, die erste Mal ist Physikforschung. Ne? Physik hat großes Interesse zu wissen, was ist Qi, welche Funktion, ne, woher kommt. Ja, dann die zweite ist die nützliche Ebene, biologisch und medizinische. Ja, zum Beispiel unsere Qigong, die Bronzeglocke-Übung, ne, die ursprünglich von aus Bodhidharma ist eine spirituelle Qigong. Aber in 1950 in meiner Heimat, in Kuh-Klinik, die Bronzeglocke-Qigong als medizinische Qigong in Kuh-Klinik benutzt. Das ist auch eine nützliche Ebene. Ja? Die dritte ist die philosophische und religiöse Bereiche. Das hat in China auch geforscht. Und deswegen Qigong kann auch in Körper, Geist, Seele, ne, diese Bereiche zu unterstützen. Weil eigentlich das ist eines, die sind nicht getrennt. Ne? Wie jemand geistiger Klang, das stimmt, wird der Körper auch schwacher. Ne? Und ja, das alles ist Zusammenhang. Wir darf nicht so körpergeistige Training zu machen. Die sind eins. Und außerdem gibt es auch diese nationale akademische Konferenz zum Thema ausgewöhnliche Fähigkeit in Shanghai, ne, geforscht. Die sagen auch, Qigong kann auch fordert den Menschen, diese verborgene Fähigkeit zu entwickeln. Ne? Zum Beispiel die Kinder kann auch oder Erwachsene kann auch die dritte Augen öffnen, ne? Hinsehen und Telepathie. Ne? Und so hat auch viele geforscht. Ja. Ja, das ist ein bisschen ja, über Qi, ne? Wir haben nächstes Mal Zeit. Ich werde noch mal über Qigong weiter zu erzählen. Ja, aber richtig, dass wir was zu tun, zu praktizieren, dann können wir besser verstehen. Ne? Ja, genau. Das finde ich auch. Also Theorie ist ja wichtig, aber dann auch in die Übung zu kommen. Und also kann ich ja mit einer Qigong-Übung, die ich dann regelmäßig übe, kann ich also auch das Yin und Yang in meinem Körper wieder zum Ausgleich und in Harmonie bringen. Ja, klar. Ja. Ja, nicht nur persönlich, sondern auch, dass wir mit der Umgebung, mit anderen Menschen, ne, mit der Natur in Einklang bringen. Mhm. Na, schön, ja. So, vielen lieben Dank. Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für dieses Gespräch und für diese interessanten Informationen über das Qi. Ja, danke. Ich mag so gerne. Nächstes Mal, wir können zusammen über Qigong sprechen. Ne? Dann kommt, was ist Tingai Qigong? Was ist Ai? Was ist Liebe? Warum wir nennen diese Namen? Ne? Ja, spannend. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ja, danke. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.